Und natürlich ein Bild. Hi. So. Mal ein bisschen schönes Licht. Nein, die Kamera ist verrutscht, wie immer. Ich habe eine neue Position für die Kamera, ein bisschen schräg. Oh, so wäre perfekt. Passt das mit der Musik? Hört man was? Was passt, ne? Also, wir machen heute Chili con Carne. Original. Ein bisschen abgeändert von mir. Wir machen das nicht mit Hack, sondern mit schönes Stück Rindfleisch. Werde das ein bisschen abändern, so wie ich das gerne haben möchte. Falls Mexikaner von euch da sind. Sorry. Ah, die blöde Kamera. Ich glaube, gleich haben wir das. Also sieht gut. Die doofe Kamera. Warte mal. Wie geht's euch? Es ging aber schnell morgen, ne, beim Arzt. Da noch rein. Blödes Ding da. Ich hab's gleich. Oh ja. Ja, jetzt. So, das sieht gut aus. Jetzt wollen wir das nur noch. Jetzt hab ich's. Noch ein bisschen mehr nach Dingens, ne? Nee. Boah, wir haben echt schönes Wetter draußen. Ich hoffe, ihr habt auch ein richtig geiles Wetter. So, jetzt. Oh, sieht das geil aus. Könnt ihr direkt in die Pfanne gucken. Felix, grüß dich. Einen wunderschönen guten Tag. So, ich will nicht lange schnacken. Ich würde sagen, fangen wir direkt an. Das Stream wird ein bisschen länger sein heute, weil das Ganze muss echt lange kochen. Ich habe 1,5 Stunden eingeplant, das Kochen. Genau. Wir werden direkt die Kamera runterschmeißen. Ich muss mir mal hier so eine Halterung dran machen. Unprofessionell hier. So. Unprofessionell. Ich brauche einen Teller. Ah, jetzt kommt wieder die entscheidende Frage. Was habt ihr heute gegessen? Was werdet ihr noch essen? Ich gehe mal ein bisschen hier. Wupp. Mein Fleisch hier. Oh, perfekt. Mein Messer hier. Hände waschen. Ihr könnt mir mal schreiben, wie macht ihr euren Chili con Carne? Würde mich auch mal interessieren. Bin rein, dann direkt dran gewesen und durfte heim. Gewitter haben wir echt? Oh nein. Ja, hier geht's noch. Nee. Hier sind ein bisschen Wolken, ein bisschen blauer Himmel, aber es geht. Wobei ich glaube, das wird nachher auch ein bisschen hier knallen. Oh, direkt frisch vom Metzger geholt. Guck das mal an. Guck dir mal an. Sehr gutes Stück hat die mir gegeben. Hat meine Frau toll gekauft, ne? Hat sie toll gemacht. So, wir werden das jetzt in schöne Stücke schneiden. So wie so ein... Gulasch. Geile Farbe auf jeden Fall. Ich habe extra nur so ein bisschen genommen,
weil meine Frau ist ja Chili, ne? Also da wird dann auch Chili drin sein. Meine Frau wird das dann nicht essen. Deshalb passt das. Ist dann für mich alleine. Obwohl meine Tochter wird eventuell auch noch was davon probieren wollen. Oh, das ist eine Sehne. Die wollen wir nicht haben. Die nehmen wir gleich raus. Das Gute. Ah, so ist gut. So ist perfekt. Die Größe. Bin mal gespannt, ob der Stream heute mal abkackt. Gestern hatten wir ein bisschen Probleme gehabt. Schauen wir mal. Morgan, du machst heute Wurstsalat. Hab ich gehört. Das hat echt eine schöne Farbe. Gutes Fleisch. Wenn die Sehne nicht wäre, wäre es perfekt. Weggeschmissen.
Super. Sieht echt schön aus. So. Oh, coole Playlist, ey. Du machst ja Gulasch. Ja, ja. Ist ja Rente, das wird ja nochmal kleiner. Weißt du? Obwohl so, glaube ich, besser wäre. Stimmt. Wow, 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 wow. Das ist aber hier Fail. Wieso spielt der? Kopiergeschützte Musik. Copy. Besser. Ah, so ist besser. So ist perfekt. Sieht ja blöd aus, wenn du Bohnen hast, die dann ganz klein sind, hast du so Riesenstücke, na, das stimmt. Hier hast du einfach die Spritze reingekriegt und das war's. Und hat's weh? Oder? So, jetzt brauche ich eine andere. Das Gemüse. Bisschen Sonnenblumenöl. Schauen wir mal, was wir in der Pfanne tun. Können wir das Fleisch nämlich schon mal reintun. Oh. So.
Er ist kalt, dann hat etwas gebrannt. Okay. Aber war jetzt nicht so die dollen Schmerzen oder so? So, eine Zwiebel. Na, bei mir sind sie klein, ne, deswegen nehme ich zwei kleine. Wir werden zwicken. Okay. Und wie fühlst du dich jetzt? Besser? Hoffentlich, ey. Rückenschmerzen ist nicht schön. Bandscheibenvorfall schon mal gar nicht. Durch die Mitte, nochmal durch die Mitte und dann so, das dann so, so halb Halbmond da. Ah, noch zwei. Okay. Immer das Geschäft. Okay. Ich mach alles. Okay, das ist doch gut. Das ist schon mal gut. So, Lüftung an. So, Knoblauch. Ah, jetzt verdreht die. Das gibt's doch nicht. So, ich nehme so eine dicke Knoblauchzehe.
Die werden wir dann quetschen wieder. Ey, wo kommst du denn her? Oh, ist das Fliegengitter abgegangen. Ist da so eine fette Fliege drin? Zwei Zehen bitte. Meinst du? War so wenig? Okay. Ja, meine... Ah, ich habe wieder mal an meine Frau gedacht. Die isst es eh nicht. Wahrscheinlich nur probieren oder so. Okay. Ah, diese. Dieses Pellen. Okay. Lass sie da auch rein. Jawohl. Lavendel? Ja, habe ich mir auch gedacht. Habe ich mir auch gedacht. Müsste ja jetzt wieder geben, ne? Ich meine, obwohl, das gibt's ja. Gibt's doch eigentlich ganzjährig, ne? Ich schwör's dir, Fliege. Ich würde dir einfach nur raten, flieg hier wieder raus. Und wenn du hier an mein Essen gehst, bring ich dich um. So. Früher bis Herbst, okay. Dann müsste es ja wieder geben. Ich wollte sowieso, ich muss ein paar Pflanzen umpotten. Und dann wäre das gar nicht mal so schlecht. Ob ich denn... Ich komme sofort. Ich hole mal mein Wasser, ja? Ne, du guckst den aus. Schwebt vor allem. Okay, jetzt kommt der nicht. Nexus. Das ist ein Lavendelbaum, okay. Ja, bring ihn vorbei.
Mal warten, bis das die Flüssigkeit weg ist. Boah, das Vieh nervt. Wollte gegen mich kämpfen. Jetzt finde ich es nicht mehr. Ja, sind, die werden immer schlimmer, ne, die Viecher. Deswegen ist bei uns überall im, an den Fenstern Fliegengitter. Aber der Kleber, der ist abgegangen. Ich hätte das vorher den Fensterrahmen mit Waschbenzin sauber machen sollen. Ich klipp das mal wieder hoch. Wenn ich da dran komme. Naja, es geht immer ab. Muss das mal nachher richtig machen. Nom nom! Oder mit Essig, aber ich hab nur Apfelessig hier. Ich möchte das nicht verschwenden. Aber hast recht. Hatten wir gestern das Thema, ne? Haben wir ja gestern, genau. Nom 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 nom. Nom nom schon gegessen? Da hast du schon wieder gezockt. So, Zwiebeln sind drin. Echo, ja, okay. Ist nicht so mein Ding. Mann, jetzt reicht's aber. Komm her. Ich weiß, wo dein Haus steht. Ich mach dich kalt. Jetzt haut es wieder ab. Das ist so ein nerviges Vieh. Komm her! Ich krieg dich noch. Keine Waffen im Spiel, ist das nichts für dich. Ja, komisch, ne? Ich weiß auch nicht. So, eine Paprika. Boah, was ein Geruch. Schon alleine so würde ich es essen. So wie es jetzt ist, würde ich es essen. So. Jetzt ein bisschen Zimt.
und Kumin. Boah. Oh, wow. Geil. Und mit Sport hat es auch nichts zu tun. Das stimmt, dann ist es nichts für mich. Was ist mit meiner Hand heute? Jetzt, was ist denn jetzt mit dem... So, Paprika schneiden habe ich. Und was mache ich jetzt damit? Okay, noch nicht. Gehackte Tomaten dazu. Ah, toll. So, eigentlich kommen da Kidneybohnen rein. Aber ich habe keinen Bock auf Kidneybohnen. Ich habe mir dann schwarze Bohnen geholt mit Chili. Das wäre meine Veränderung heute. Das riecht schon echt toll. Das gefällt mir.
So, ich möchte jetzt hiervon was von dem Chili haben. Getrocknete Chili-Flocken. Das reicht. Wir haben ja gestern ein Sandwich gemacht. Da hatten wir ja diese Jalapeno und Chipotle. Da ist diese Soße. Die möchte ich mit da rein haben. Oder halt Tabasco, ne? Könnt ihr auch nehmen. Oh, das ist so geil, ne? Ein bisschen Kakao rein. Ungesüßten. Ungefähr einen Esslöffel. Oh, vielleicht ein bisschen mehr. So, jetzt brauchen wir heißes Wasser. Jetzt machen wir Rinderbrühe fertig. Meine Chefs sind immer die arme Version. Ich glaube, man muss immer nachwürzen. Ich vertrage scharf leider nicht. Aber ist doch okay. Lieber so. Lieber so, als das Essen verkackt ist, so weißt du? Von Currypulver? Das ist bestimmt den thailändischen genommen, ne? Ja, ich bin scharf gewohnt. Ich muss aber auch aufpassen. Ne? Je älter man wird, umso empfindlicher wird der Magen. Darf man nicht vergessen. Deswegen werde ich das auch nicht allzu scharf machen. Ein bisschen Salz kommt. Ne, mit Salz warten wir bis zum Schluss. Weil der Fond hat, ist schon ein bisschen Salz drin. So ungefähr 200 Milliliter, das reichen. Das reicht. Ein Teelöffel. Ich wollte eigentlich Fond noch kochen. Also selbstgemachten Fond. Haben wir leider nicht mehr geschafft. Beim Anblick schon. Ich würde das gerne mal abschmecken. So, ich tue meine Bohnen rein. Die könnt ihr zum Schluss packen. Oder jetzt schon, das ist völlig egal.
Wie gesagt, ich habe schwarze Bohnen genommen anstatt Kidney. Oh, ist das lecker, ey. So, das muss jetzt erstmal schön kochen. Die Paprika kommt später erst rein. Sonst, also nach einer halben Stunde packe ich die rein. Obwohl, ob ich die jetzt rein tue oder gleich, ist egal. So kommt der Geschmack von der Paprika. Also alle Zutaten rein. Sowas möchte ich mal wirklich, weiß ich nicht, beim draußen zelten und dann hast du so ein Lagerfeuer mit so einem Kessel und dann machst du dir sowas. Geil, das wäre geil. Ja, braucht viel Zeit, das stimmt. Aber dann hast du auch was Gutes getan, so weißt du? Ja, ich hätte das gestern Abend machen sollen oder so. Aber gut. Knochen ist ja nicht teuer. Kostet ein paar Euro. Die Soße kannst du jetzt schon essen. So, ich wäre ja nicht Joe, wenn ich nicht noch zusätzlich was kochen würde. Also währenddessen, während das kocht, möchte ich gerne was essen. Ich habe ja noch nichts gegessen. Ich kann ja davon noch nichts essen. Ist ja blöd. Ne? So, Öl brauchen wir nicht mehr. Ach, scheiße, ich wollte Toast essen. Verdammt. Ich habe gar keinen Toast. Course One, grüß dich. Oder ich hab noch. Boah. Ich hab noch so viel Zutaten. Ne? Sollen wir einen Fanta-Kuchen machen? Habt ihr Bock? Fanta-Kuchen, während das da kocht? Hey, komm, das machen wir. Wir machen uns einen Fanta-Kuchen. Schönen Kastenkuchen, Fanta-Kuchen. Einfach nur Fanta. So, machen wir. Ich hab so Bock drauf. Ich muss noch mal gucken, ob das richtige Rezept. Komm, nur. Oh ne, was ist das denn? Wie auflaufen? Bist du bekloppt? Nee, gar nicht. Boah, das ist so warm hier. Ach, das wird schon richtig sein. Da ist er, da ist er. Hab ihn gefunden.
Oh, das ist aber ein einfaches Rezept. Na, Kost, alles gut? So, Reis dazu oder Brot? Reis, ich hab noch Reis von gestern. Lol, das klingt ja witzig. Ich hab Hunger. Ich hab Hunger, ich komm vorbei, Joe. Ja, komm mal einfach nach Bochum, kein Ding. Geiles Brot. Wie geil. Hol ich das Brot oder was? Nee, ich hab Reis. Also ich esse gerne Reis dazu. Passt schon. Da will er vorbeikommen, wenn er Hunger hat. Sehr gut. Ich glaube, ich buche auch für meine Hochzeit. Ja, klar. Oh, das ist so, oh, ist das geil. Okay, das Rezept kenne ich gar nicht. Aber okay. Ich mach's einfach. Tasse Öl, eine halbe Tasse Zucker. Alles in ein? Nein. Wie viele Eier? 4. Also ich werde erstmal die Eier. Ich hab nur 2 Eier. Jetzt haben wir ein Problem. Bitte. 2 Eier habe ich. Okay. Dann machen wir das nur mit 2 Eiern. Egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Mal gucken, ob das was wird. Ein Kuchen mit 2 Eiern. Ja, ich hätte jetzt 4, aber... Die möchte ich nicht nehmen. Hier sind die. Oh, Scheiß. Okay, na so. Pulled Pork Sandwich und Fanta-Kuchen. Ja. Ich meine, ich mag das auch gerne mit Brot, aber wie gesagt, ich habe hier Reis. Das wäre zu schade. Und Brot haben wir noch da, weil ich koche halt immer so, dass wenn wir was nicht da haben, dann koche ich es oder backe ich. So, weißt du, Brot haben wir gerade da, sonst hätte ich ein Brot gebacken noch, klar. Okay, wir brauchen Zucker. Zucker, Zucker, Zucker. Ich nehme mal Braunzucker. Eine halbe Tasse. Aber das werden wir auch mal machen, Brot backen. Auf jeden Fall. Eine halbe Tasse. bisschen Vanillezucker. Ich habe ein tolles Vital-Kids-Rezept. Ja, gerne. Immer her damit. Rezept immer her damit. So, das Ganze schaumig quillen.
Und Kirschen, was? Michelle, das mag die Mini-Banane bestimmt gerne mit Kirschen. Mini-Banane. Echt jetzt? Mini? Mini-Banane, ja klar. Mini-Banane. So vielleicht Eier. Mal gucken, entweder wird's was oder nicht. Egal. Mini-Banane, haut's raus. Das war mein... Das hast du nicht gesagt. Okay, ein Päckchen Backpulver steht da, aber das ist das nicht ein bisschen zu viel? Ich bin zu klein. Oh ja, da ist Backpulver. Da ist Backpulver. Jawohl. Mehl brauchen wir. Backpulver. Wie viele Tassen Backpulver brauchen wir denn? Drei Tassen Backpulver. Genau. Das möchte ich mal sehen, wie das dann aussieht. Am Donnerstag möchte ich, also der nächste Kochstream wäre Donnerstag. Morgen gibt es keinen. Donnerstag. Da möchte ich gerne Tacos machen. Die tunkt man noch. Die Banane oder was? American Pie, boah, ich liebe diese Filme. Ich habe die so gesuchtet. Da, bei den Filmen habe ich alles gelernt. Was man lernen muss. Und Donnerstag muss ich wieder backen. Eine Torte für Freitag. Das Ganze vermengen. Hätte fast vergessen. Eine Tasse Öl und eine Tasse Fanta. Fanta ist hier. Öl ist hier. Sie möchte denselben Geschmack wie die Einhorntorte, die wir gemacht haben. Ich nehme keine ganze Tasse. Und, Entschuldigung, warte. Und ganz normal dekorieren mit ein bisschen Fondant.
Also Vanillegeschmack. Und dann oben drauf ganz normal Fondant. Und ja, Happy Birthday. Ist ein für einen Geburtstag. Also ganz schlicht. So, jetzt brauche ich die Kastenform. Da ist sie. So, einmal einsprühen. Obwohl, nee. Ich nehme einfach Backpapier. So. Einmal heiß machen. Hier hin wieder umrühren, nicht vergessen. Von der Masse ist das eigentlich genug. Jetzt ich frage, ob der Kuchen mit nur zwei Eier hochgeht. Ich meine, wir haben genug Backpulver drin. Zum Blasen rauskriegen, so kurz warten. Das Fleisch ist jetzt schon so schön weich und zart. Geil. Ja, es muss auch spannend sein. Ich experimentiere gerne. Aber ich denke mal, das wird schon was. Selbst wenn das nur so klein ist. Ist das egal. Essen tue ich ihn so oder so. Ja. So. Klar, Schiff machen hier. Ich muss nachher Windows neu machen. Ah, das wird ein Akt.
Ich habe auch noch Erdbeeren, die müssten auch weg. Jemand eine Idee, was ich mit den Erdbeeren machen soll? Könnte man schön mit braunem Zucker schön anbraten oder so. Also schön in der Pfanne karamellisieren. So. Papageienkuchen auch gut. Mozzarella habe ich, aber Schwarzbrot nicht. Erdbeershakes auch gut. Erdbeershake? Boah, Erdbeershake klingt gut. Aber dazu fehlt ein bisschen Vanilleeis oder so. Habe ich aber nicht. Aber ich habe Milch da. Schlagsahne habe ich da. Eine gute Idee. Schöne Shakes. Danke, Morga. Solange das alles da kocht und backt gleich, machen wir lieber hier was ganz Verrücktes. So, wir haben 5 nach. Wir müssen eh sortiert werden. Dann kann ich den Müll hier reinwerfen.
Und denn? Die kommen direkt vom Feld. Die Erdbeeren. Deswegen sind hier noch so Grassachen drin. Grashalm und so. Nicht gespritzt. Frisch. Abwaschen. Knie tut weh. So, dann brauche ich meinen Mixer. Moment. Mal Titel und einer, ne? Milch rein. Lass mal noch ein bisschen Deckel drauf und gib ihn. Ich glaube, Sahne brauche ich nicht. Den Chili kosten und rühren. Ja. Mal gucken, ob der Süße genug hat. Schön säurig. Ich gebe braunen Zucker rein. Boah, schmeckt alles raus. Angenehme Schärfe. Richtig angenehm. Schmeckt so ein Zimt leicht raus. Den Kümmel. Boah. Und ein bisschen Kakao. Guck mal, hier schön den Pink. Ein pinken Coca-Cola-Glas. Ja, genau. Das war ein Strohhalm. Können wir mal ein Bild machen?
Warte. Wohnzimmer. Okay, ab hier. Natürlich. Eine Prise Zucker hilft auch. Ja. So, einmal hier. Das ist Seite packen, das brauchen wir nicht mehr. Schade, ich hätte eine Erdbeer überlassen sollen. Kann man jetzt nicht so. Schwimmt die? Die schwimmt. Boah, die sind so gut. Ich habe eine Idee. Ich brauche einen großen. Ah ja, perfekt. Gucken, ob das klappt. Ah ne, die ist kaputt gegangen. Sehr gut. So, muss ich noch zwei machen. So, können sofort wieder. Ist noch nicht fertig. Gibt's. Ein bisschen warten.
Sehr lecker. Oh. Man darf bei Kuchen nie den Ofen aufmachen. Der braucht noch 10 Minuten. Das Fleisch braucht auch noch ein bisschen. So. Bleibst du wohl hier? Aber der Kuchen ist schön hochgekommen. Zeige ich euch gleich. Muss bis halb drinnen bleiben. Und ich denke mal, dann müsste das Chili auch soweit fertig. So. Die Sahne brauchen wir dann doch nicht. Nice. Nee, leider nicht. Ich habe leider kein Mais. Oder? Ich guck mal. Warum? Oh, ich Idiot, ey. Jetzt sehe ich hier gerade, dass ich Mandarinen habe. Maus hätte. Na egal. Das hätte super gepasst zu den Fanta-Kuchen. Aber egal. Ich habe sogar 2 Dosen Mais hier. Ja, habe ich auch schon, weil ich liebe ja Mais, ne? Meine Frau auch. Ich frage mal, aber ich kenne ihre Antwort. Natürlich mit. Die will doch was von meinem Chili haben hier. Süßer Mais. Boah. Ja, und der Rest ist für mich. Ah, das passt. Oh, geil. Schöne Farbe. Schönes Farbe. Gute Farbe. Siehst du? So kocht man mit den Zuschauern zusammen. Und sagt er, ey, mach noch einen Knoblauchzieher rein. Tu Mais rein. Da fehlt Mais. Oh, ich liebe das. Ich esse das gerne so mit Essig und ein bisschen. Was ist ein Puffer? Sollte ein Puffer.
So habe ich wenigstens was ein bisschen zu essen jetzt. Ja, aber so kocht man zusammen, so weißt du, das finde ich gut. Was Neues ausprobieren. Improvisieren. Jetzt habe ich wenigstens die Zutaten hier vom Kuchen weggekriegt. Und die Erdbeeren habe ich verbraucht. Super. So, in 5 Minuten müsste der Kuchen fertig sein. Schöne Farbe hat das schon mal. Meine Frau hat schon Hunger. Und ich denke mal so 20 vor ist der Chili auch fertig. Mal ein Stück Fleisch probieren. Jetzt will sie auch Chili essen, weil sie es gesehen und gerochen hat. Also Donnerstag, 13 Uhr, machen wir dann eine Torte. Ich denke mal, dann werden wir keine Tacos machen. Das würde ich dann nicht schaffen von der Zeit her. Und den Ziegen werde ich wahrscheinlich in 2 Teilen aufteilen müssen. Und wir machen ja erstmal den Boden. Also die Böden, wir brauchen 3 Böden brauchen wir. 3 Böden brauchen wir. Und dann müssen die im Kühlschrank kühlen. Und abends machen wir dann ja nochmal. Ich denke mal so gegen 20 Uhr. Ich denke mal, das passt. Dass er wenigstens so 6 Stunden im Kühlschrank ist. Und schön abkühlt. Ja. So machen wir das. So, 2 Minuten noch, dann holen wir den Kuchen raus. Noch besser wird der Shake schmecken, wenn du so eine Kugel Vanilleeis reinpackst. Ja, kann schon mal fürs Bild Tabasco, Knorbi, Chili aufbauen, Zwiebeln nicht vergessen. Siehst du? Am besten wäre das so wie so eine Kochshow, dass ich dich hier aufs Ohr habe, man dich dann auch hört. Wie so ein Assistent. Ja, ich muss ja erstmal kommt ja der Kuchen raus. Aber hast recht. Aber Tabasco habe ich nicht mehr. Ich habe nur noch andere Soßen.
Aber die möchte ich nicht fotografieren. Mhm. Aber Chili, Knoblauch und sowas. Hast du recht. Hast du recht. Das können wir schon mal hier hinpacken. Regie, genau. Genau. Das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee, ne? So eine Regie. Das ist eine gute Idee. Oh, die Kamera ist verrutscht, ne? Oh, dieser Lümmel. Das ist... Boah. So. Ich würde sagen, wir holen das Kuchen raus. Der Kuchen geht ja bestimmt eh noch runter. Zum Abkühlen packe ich den auf der Fensterbank. Oh, der ist was geworden. Guck mal. Was ist denn hier los? Habt ihr auch immer dieses Gefühl, ey, oh, was mit der Familie passiert oder so? Ich krieg dann immer so Angst. Witzig, dass du das erwähnst. Genau das habe ich in Joes Ideenliste mit reingepackt. Echt? Ich mag Molga, der denkt wie ich. Molga ist top. Und die Veggie-Variante statt Fleisch, Tofu? Nein, hey, nee, komm, jetzt ist Schluss. Nein, nein, nein. Nee. Ah, ah. Auf gar keinen. Nee, gibt's doch nicht. Das ist eine Verarsche, ist das. Never. Mm-mm. Man kann mir mit Salat kommen oder so. Esse ich gerne. Ich esse soweit alles gerne. Aber wenn mir jemand mit Tofu kommt... Nein. Ich hab sogar ein paar Sachen. Die arbeite ich zurzeit aus. Da hatte ich dir ja gesagt, dass ich dir ein Dokument bastel. Super. Perfekt. So, bis 20 vor. Lassen wir das hier noch mal ein bisschen köcheln. Drehen noch ein bisschen hoch. Ein bisschen Zucker. Ein bisschen. Und ein bisschen Salz und Pfeffer kommt noch rein. Bisschen Zucker, wo habe ich den? Hier. Wenn ihr keinen Kakao habt, dann nehmt einfach Schokolade. Einen alten Osterhasen oder Weihnachtsmann. Damit kannst du richtig geile Soßen backen. Soßen backen. Geh mal eine Soße backen. Eine Soße machen. Wenn du beides nicht hast, nimmst du Cola. Will der mit Tofu andrehen? Hä? Echt jetzt? Fertig? Fertig? Oh, hat schon Angst gekriegt.
Ne. Was soll das? Internet geht immer weg. Hä? Der Stecker nicht richtig drinne? Gibt's doch nicht, hey. Mann. Tür nicht ganz so. So, bin ich wieder da? Könnt ihr mich hören? Nein, die App ist. Muss ich nochmal die App öffnen? Ich habe kein Internet. Ich habe kein Internet. App nochmal neu starten. Okay, hier ist Internet da. Ging nur kurz. Ich habe hier einen Totalausfall gerade. Bei mir lädt er die ganze Zeit, also die App. Ich habe 0 Follower. Zeigt er mir gerade an. Ich kann nichts lesen hier. Ich wähle mich nochmal in dem Netz ein. So, App starten. Ah, jetzt. So, jetzt. Jetzt sehe ich wieder alles. Ich glaube, das Kabel ist kaputt. Ich werde eine fette Pfanne mit Hack und Tomaten machen. Und dazu Olivenbrot. Jetzt ist aber Schluss. Das hört sich gut an, ey. Jetzt habe ich Hunger drauf. So, Pfeffer habe ich reingetan. Zucker ist auch drin. Das Ganze möchte ich jetzt nochmal abschmecken. Boah. Wie so ein Märchen ist das so. So, können wir ausmachen? Ich habe ja noch Reis. Ich werde das für meine Frau vorbereiten.
Ja, das hört sich so gut an. Also schade, dass du in Berlin wohnst, ne? Weil sonst hättest du nämlich am Wochenende einen Gast. So. Nur Limette, wenn jetzt gut, oder Zitrone, ne? Ja, noch mal ein bisschen sexy. So ein bisschen hübsch machen. Mal hier schöne Tomaten. Ja, so Chilis. Hier habe ich schon gestern einen abgesäbelt. Also so eine Knoblauchknolle und Zwiebeln. Für Instagram. So, ne? Ah, da müsste ich ja direkt einen Schwarzwald-Whisky bestellen und das Ganze abrunden. Damit das Ganze abrunden. Auf jeden Fall, ey. Auf jeden Fall, ey. Er ist so weit hinten. Das bringe ich immer in meine Frau. Das will sie eh nicht. Bin sofort da. Denk also, ich bin nur ein Hobby, ich hab's nie gelernt. Trotzdem kann ich in der Küche zaubern. Das ist. Man muss es ja nicht gelernt haben, zu kochen. So, Frau ist glücklich. Jetzt machen wir mal ein Männerfoto. Scheiße, ich hab hier. Oh, tolles Bild. Das ist ein geiles Bild. Und wenn man das hier so schön macht, perfekt. Nee, man muss das nicht gelernt haben, um kochen zu können. Das ist immer das, was ich immer und immer wieder sage.
So. Das ist mein Teller. Mein Mikro ist schon wieder mit. Nochmal, ne? Ohne Scheiß. Das ist mit Abstand einer meiner Lieblingsrezepte. Ich liebe ja Chili con Carne, aber wow. Alter Falter. Der Löffel ist so groß, den kriege ich an den Mund. Geil. Danke für den Clip. Geil. Der Kuchen ist nicht runtergegangen. Sowas erinnert mich trotzdem immer an Bud Spencer. Wenn ich so eine Pfanne sehe mit Bohnen und Chili und... Ah, geil. Und wenn wir gleich den Kuchen mal anschneiden. Mal schauen, wie der geworden ist. Da bin ich echt gespannt. Da bin ich echt gespannt. Ich habe hier noch meinen Mais, das esse ich auch gleich dazu. Ich packe das mal ein bisschen hier rüber. Ich lasse das hier auch mal so daneben, damit das so schön aussieht. Und hier nehme ich den Platz für den Kuchen. Oh, das ist schon warm. Und mit ganzen Fleischungen ist das etwas rustikaler. Und saftiger. Ja, Hack wird trocken. Also ich liebe Hack. Keine Frage. Aber so Rindfleisch esse ich ja nochmal sehr, sehr, sehr gerne. Lieber Rindfleisch als Schwein oder so. Obwohl Bacon. Bacon ist das Einzige, was ich an Schwein mag. Man muss aufpassen.
dass der Kuchen mir hier nicht. Aber hier ist. Ja, hier geht der ab. Scheiße. Hier bricht er aus der Seite, von der Seite ab. Ja, weil er, ja. Ich hätte das mit Butter und Mehl machen sollen. Weil jetzt hast du hier so Falten, die dann in den Teig sind. Und das backt dann mit. Und wenn er dran ziehst, dann ziehst du den Teig auseinander. Also lieber doch Butter. Oh, das schmeckt echt gut. Also selbst mit dem Papier ist das schon eine geile Idee. So, ich muss einmal hier das rüberpacken. Wo habe ich die Fanta? Ich mache mal einmal mit Bild und einmal ohne. Muss dann erstmal schauen, ob ich das rechtlich darf. Okay, das können wir wieder wegpacken. Ich muss halt gucken, ob ich das auf Instagram posten darf. Anschneiden möchte ich jetzt nicht, weil er ist noch weich. Aber es ist was geworden. Ne? Cool. Mit nur zwei Eiern. Das finde ich ist echt schön geworden. Man könnte jetzt so durch die Mitte den Kuchen teilen und dann so eine Mandarinencreme machen. Ne? Naja, aber nicht heute. So. Ich werde jetzt essen gehen. Ich werde mir dabei einen Film reinziehen. Und so, warte mal, jetzt schaue ich mal. Ich schau mal hin, wer streamt denn? Streamt jemand? Ich muss das Kabel mal testen. Oh, schicke ich noch Salista. Salista Belladonna. Die macht. Hä, ist die offline? Hm? Bin ich blöd jetzt oder so? Warum? Hä? Offline. Dann macht sie gerade Feierabend. Oh, wer ist denn noch kreativ hier? Was macht er?
nichts. Es steht einfach ein Sessel da. Fearless macht auch nichts. Ich dachte, der kocht gerade oder so. Ich hätte gerne noch einen Kochstream. Gibt's denn keiner, der kocht hier gerade? Food. Nee. Dann soll der Autohost entscheiden. Ja, guten Appetit dir, Joe. Danke. Danke, dass du da warst. Danke für die ganzen Tipps. Danke fürs Mitmachen. Und ja, wir sehen uns dann. Morgen kein Stream. Ich werde mich jetzt erstmal. Ich werde jetzt was essen. Und dann werde ich gucken, wegen Windows neu machen. Das wird ein bisschen dauern. Und das LAN-Kabel mal nachschauen. Ich glaube. Oh, Entschuldigung. Ich glaube, das hat einen weg. Weil unten die Netzwerkanzeige, da ist immer dieses Kreuz, ne? Und dann ist wieder da und dann wieder weg und wieder da. Ich glaube, da ist was nicht in Ordnung. Schauen wir mal. Also. Nächster Kochstream, Donnerstag, 13 Uhr. Seid dabei. Ich würde mich freuen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Angenehme Woche und bis bald. Haut rein. Ciao, ciao.